Eines der wichtigsten neuen Autos made in Germany, das ist der brandneue Passat. Er ist seit Jahrzehnten nicht nur ein beliebtes Familienauto, er ist auch immer noch der Geschäftswagen. Warum? Weil er in den wichtigen Bereichen wie Raumangebote und Variabilität, Preis- und Unterhaltskosten, Fahrspaß und Wiederverkaufswert das beste Gesamtpackage bietet. Das alles erfüllt die neue Generation auch, allerdings kommt noch ein weiteres wichtiges Kriterium hinzu. Der optische Auftritt. Und darauf ist man in Wolfsburg zu Recht stolz. Der neue Passat der 8. Generation hat deutlich an Attraktivität und Eleganz gewonnen. Das ist uns gelungen durch die intensive Arbeit an den Proportionen von diesem Fahrzeug. Das Design hat viel mehr Strahlkraft entwickelt, einfach dadurch, dass das Auto einen größeren Radstand hat, mehr Spurweite, die Überhänge gekürzt sind. Sie sehen das zum Beispiel hier vorne an dem sehr kompakten Vorderwagen, der niedrig angeordneten Front und den sehr konzentriert blickenden Scheinwerfern. Die extrem ausgeprägte Charakterlinie, in der auch die Griffe angeordnet sind, gibt dem Auto insgesamt eine sehr sportlich flache, dynamische Anmutung. Das ist neu für den Passat, das ist auch so in dieser Form neu für Volkswagen, aus meiner Sicht hochattraktiv. Obwohl die Limousine bei uns in Deutschland eher ein Schattendasein führt, dürfte sie zukünftig weitere Marktanteile hinzugewinnen. Und das sollte auch in bislang höher angesiedelten Bereichen gelingen. VW dürfte BMW 3er und Mercedes C-Klasse Fahrern mit diesem Passat erstmals eine echte Alternative anbieten, die optisch, von den Kosten und vom Fahrspaß her die Nase vorn hat. Der Variant bleibt natürlich das Zugpferd, wenn es darum geht, viel Gepäck zu transportieren. Mit Stil, versteht sich. Auch der Passat-Variant hat von den Proportionsveränderungen sehr stark profitiert, ist jetzt viel eleganter und dynamischer und zeigt mit seinem sehr eigenständigen Heckdesign klare Produktidentität. Das Design des Wolfsburger Allrounders ist aber auch ein klares Statement in Sachen Qualität. Der neue Passat gewinnt aber nicht nur durch seine veränderten Proportionen an Strahlkraft, sondern ganz besonders auch durch seine extreme Qualitätsanmutung. Das kann man schon sehen, wenn man zum Beispiel diese Linie, die hier über die Motorhaube läuft, dann über die A-Säule hinweg geht in den Fahrzeugkörper hinein. Wenn man sich die betrachtet, erkennt man, mit welcher Präzision und Schärfe das Auto verarbeitet ist. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Fahrzeug. Diese sehr, sehr hohe Anmutungsqualität ist für uns Designer von extremer Wichtigkeit. Hier definieren wir den Wert des Fahrzeugs. Das lässt sich erklären, wenn man sich mal anschaut, welchen Aufwand es braucht, um diese scharfen, tiefen Linien ins Blech zu pressen. Dieses ist nur mit allergrößter Fertigungspräzision und neuester Technik möglich. Etliche sogenannte Premium-Hersteller sind dazu heute noch nicht in der Lage. Doch nicht nur außen ist der neue Passat eine Augenweide. Im Innenraum setzt sich das fort. Die komplett durchgehenden Lüftungsgitter im Armaturenbrett sorgen für mehr Breite. Optional kann der Kunde aus einer großen Auswahl von Assistenten wählen, die für Oberklasse-Feeling sorgen und das automobile Leben angenehmer machen. Wer mag, kann ein Display anstelle der gewohnten Instrumente ordern, auf dem virtuell alle relevanten Informationen eingeblendet werden können. Die verwendeten Materialien sind hochwertig und bestens verarbeitet. Jeder sollte eine optimale Sitzposition finden, deshalb sind auch lange Fahrten keine Qual. Egal, ob es nun zu einem Geschäftstermin oder in den Urlaub in den sonnigen Süden geht.